Hallo zusammen, der Witt, Claudio Schießl. Heute geht es um das Thema seelische Gesundheit in der Schule. Neben mir die Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner. Um was ging es heute bei diesem Thema? Um was geht es Ihnen bei dem Thema seelische Gesundheit für Schüler? Die Gesundheit ist ja seit Jahren Schwerpunkt des Landesrates für Steiermark. Dort ist es eher darum gegangen, dass man Bewegung und Sport, die gesunden Schulbuffets, gesunde Ernährung forciert. Weniger die psychologische Komponente, was um die seelische Gesundheit der Kinder geht. Wir haben zwar die Schulpsychologie in der Steiermark, sehr ausgebaut in den Regionen draußen, aber hier geht es um ein neues Projekt, das schon angelaufen ist. Wir haben da bereits 950 Schülerinnen und Schüler erreicht. Es geht darum, dass zwei Experten in die Klasse kommen und mit den Schülerinnen und Schülern über das Wohlbefinden diskutieren, über Ängste, über Probleme mit Mitschülern aus dem Elternhaus, über Stress, Matura-Stress zum Beispiel, Stress, Leistungsstress, was auch immer und wie man am besten mit diesen Faktoren umgeht. Dort wird gearbeitet, insgesamt 5 Stunden lang mit den Schülerinnen und Schülern. Wir haben auch Rückmeldungen schon, dass das für die Schüler sehr positiv war und dass sie für sich selbst viel mitgenommen haben. Haben sie dann noch wirklich Probleme oder haben sie das Gefühl, da ist bei mir was nicht gut aufgearbeitet ist, dann haben wir die schulpsychologischen Beratungsstellen, aber auch diese zuständigen Stellen des Gesundheitsfonds, wo sie sich hinwenden können. Das Thema war ja eigentlich verrückt, na und? Kommt der Titel nicht bei den Schülern etwas provokant rüber? Naja, ist ein bisschen schräg, der Titel, selbstverständlich. Es geht aber trotzdem um die seelische Gesundheit. Heute muss man ein bisschen dick auftragen, dass man gehört wird, gesehen wird. Daher der Titel verrückt und, das hat sich der Gesundheitsfonds so überlegt. Wir werden dieses Projekt stärker forcieren. Für alle Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren, für die höheren Schulen, für die berufsbildenden höheren Schulen, die polytechnischen Schulen und auch die Berufsschulen. Sie sprechen Berufsschulen an, das ist ja auch immer wieder ein Thema wegen der Bildungszielerreichung. Was wollen Sie diesbezüglich ändern und ist diese Initiative ein Teil davon, die Bildungszielerreichung wieder mehr in den Fokus zu setzen? Also hier sicher geht es mehr darum, dass die Gesundheit ein Thema ist, die psychische, die physische Gesundheit und so weiter. Denn wer gesund ist und wer gut betreut wird, auch psychisch gut betreut wird, der fühlt sich wohl und die Leistungsfähigkeit ist stärker. Aber das andere, die Bildungsthemen, die sind ein eigenes Kapitel. Da gibt es vieles, was in Bewegung ist. Beginnend von der Volksschule, Übergang Kindergarten, Volksschule, in den neuen Mittelschulen und die zentrale Reifeprüfung ist ohne das jeden Tag ein Thema im Moment. Das ist richtig, Zentralmatura, absolut wichtig. Wie stehen Sie eigentlich dazu, zu dieser Umstellung? Sie ist Gesetz. Die zentrale Reifeprüfung im Vorjahr haben sich alle davor gefürchtet. Wir haben sehr gut abgeschnitten. Wir haben österreichweit zum Beispiel als Steirer das beste Ergebnis bei den ausgezeichneten Erfolgen eingefahren. Der Großteil hat funktioniert. Das heißt, zur selben Zeit, am selben Tag in ganz Österreich schreiben unsere Maturanten, schriftlich nämlich, Mathematik, Deutsch, Englisch, Spanisch und so weiter, die arbeiten. Wir bekommen dann einen Code aus Wien, aus dem BIFI und die Arbeiten sind den Schülern dann zugänglich zu machen, beziehungsweise sie liegen dann in den Tresoren, bevor sie dann am Tag der Matura ausgeteilt werden. Sie hat Vorteile und sie hat Nachteile, selbstverständlich. Die Nachteile sind, dass Experten sagen, es könnte zu einer Nivellierung nach unten kommen. Da muss man ganz entschieden und massiv dagegen treten, dass man sagt, wir machen mehr Olympiaden und wir schaffen es auch, dass man gerade die begabten Schülerinnen und Schüler maximal fordert. Und welchen Einfluss als Landesrätin haben Sie, Landesschulrätin, haben Sie sozusagen um die Zentralmatura, weil Sie es eben sagen, Nivellierung nach unten auf einem gewissen Niveau zu halten? Naja, wir machen zum einen einmal gemeinsam die Fortbildungen mit den pädagogischen Hochschulen. Die pädagogischen Hochschulen erfahren von uns, was gebraucht wird, was die Schüler brauchen, was die Lehrer brauchen auch für die Fortbildung. Insgesamt, wir setzen auch Fördermaßnahmen. Wir schauen, wie wir die Stundenkontingente, die Werteinheiten verteilen. Zum Beispiel haben wir mehr jetzt in die Talenteförderung hineingegeben, in die Olympiaden hineingegeben, dass wir das Gefühl haben, auch die Spitzenschüler werden maximal gefordert, aber jene, die Förderbedarf haben, werden auch begleitet. Das klingt gut. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Interview. Ich wünsche noch eine schöne Woche. Vielen herzlichen Dank, auch Ihnen eine schöne Woche.